Ich begrüße euch alle sehr herzlich im Namen des Kurt-Eisner-Vereins und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Julia Killert, ich bin die Geschäftsführerin des Kurt-Eisner-Vereins und werde heute Abend die Moderation übernehmen. Gerade in der Corona-Pandemie sind europapolitische Themen immer wichtiger. Deswegen hat sich der Kurt-Eisner-Verein vorgenommen, ein europapolitisches Forum zu gründen. Und darin wollen wir jeden Monat verschiedene Themen aufgreifen, die sich mit der EU beschäftigen und einen stärkeren Fokus auf die EU legen. In unserer dritten Veranstaltung dieser Reihe geht es heute über das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, auch bekannt unter Istanbul-Konvention. Anlass unserer Veranstaltung ist, dass Polen und die Türkei überlegen, aus diesem völkerrechtlichen Vertrag auszusteigen. Was das bedeutet, wollen wir heute mit drei Fachreferentinnen besprechen, die ich jetzt gerne vorstellen möchte. Özlem Demirel ist seit 2017 Europaabgeordnete der Linken. Im EU-Parlament ist sie Vizepräsidentin im Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung, sowie Mitglied im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten. Zudem ist sie stellvertretende Vorsitzende der Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zur Türkei. Ich begrüße dich sehr herzlich. Außerdem haben wir Anna Krenz eingeladen. Sie ist Künstlerin, Redakteurin und Aktivistin. Sie ist Gründerin der Berliner Initiative Dziewuszczę, einer Bürgerbewegung, die polnische Frauen international unterstützt und sich aktiv für Frauen bzw. Menschenrechte in Polen einsetzt. Ich möchte auch dich sehr herzlich begrüßen. Als dritte Referentin haben wir Heidi Meinzold eingeladen. Sie ist im internationalen Vorstand der Women's International League for Peace and Freedom und zuständig für Europa und eine der Koordinatorinnen der Arbeitsgruppe für Frauen- und Geschlechterrealitäten in der OSZE-Region. Guten Abend, schön, dass ihr da seid. Bevor wir nun in das Interview mit den drei Expertinnen einsteigen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass wir gerade live sind und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit haben, in der Kommentarspalte Fragen zu stellen, die dann an uns weitergeleitet werden. Weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen wie auch unserer europapolitischen Reihe findet ihr auf unserer Webseite www.by.rosalux.de. Jetzt möchte ich mich aber meinen Gästen zuwenden. Zu Beginn möchte ich euch dreien die Frage stellen, wie ihr die derzeitige Lage der Corona-Pandemie für Frauen in der Europäischen Union einschätzt. Özlem, Demirel, bitteschön. Dankeschön, Julia, und auch Dankeschön an den Rosa Luxemburg, an die Rosa Luxemburg Stiftung Bayern beziehungsweise dem Kurt-Eisner-Verein in Bayern dafür, dass auch europapolitische Themen stärker in den Fokus gehoben werden. Denn tatsächlich passiert viel auf europäischer Ebene. Wenn ich europäische Ebene sage, beziehe ich mich dann dabei natürlich nicht nur auf die Europäische Union, denn wie alle wahrscheinlich wissen, ist der Europarat ja keine Instanz oder Institution der Europäischen Union an sich, sondern eine eigenständige Instanz, die weitaus größer ist als die Europäische Union. Nichtsdestotrotz gibt es viele Debatten und auch diese Diskussion mit Blick auf die Istanbul-Konvention auch auf europäischer Ebene, sprich als Diskussion im Europäischen Parlament und auch in der Europäischen Union. Deine Frage ist sehr weitreichend, muss ich natürlich sagen. Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf Frauen aus? Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf uns alle, auf Menschen, auf die Gesellschaft, auf den sozialen Zusammenhalt aus? Und so wirkt sich das natürlich auch auf Frauen aus. Nichtsdestotrotz können wir gleich vielleicht grundsätzlich festhalten, dass die aktuelle Krise und auch Pandemie eigentlich Widersprüche und Fehlentwicklungen in der Gesellschaft, egal ob in gesellschaftlichen Rollenbildern, vielleicht verstärkt hat oder auch in der sozialen Frage. Was will ich damit sagen? Natürlich betrifft die Corona-Pandemie uns alle. Und ein Slogan in dieser Corona-Pandemie, was sehr vernünftig klingt, ist: Bleib zu Hause. Es ist auch vernünftig, in einer Pandemie, in einer Gesundheitskrise zu Hause zu bleiben. Aber es hat Folgen für uns alle. Es hat vor allen Dingen Folgen für Menschen, wenn sie zu Hause in beengten Wohnverhältnissen leben. Es hat Folgen für Frauen, wenn sie zum Beispiel in Verhältnissen leben, in denen
denen Gewalt zum Familienleben schon dazugehört. Es hat psychologische Folgen für uns, es hat ökonomische Folgen für uns. Und Frauen sind natürlich auch verstärkt davon betroffen. Es gibt die Erkenntnis bereits jetzt und auch die Befürchtung von vielen Frauenhäusern und Menschen, die in dem Bereich zum Beispiel Gewalt arbeiten, Gewalt an Kindern, Gewalt an Frauen, die sagen, dass natürlich die Corona-Pandemie und Lockdown-Zeiten dazu führen, dass hier Fehlentwicklungen verstärkt werden können, dass auch die Gewaltanwendung hier verstärkt werden kann, wenn es zum Beispiel Zeiten des harten Lockdowns gibt. Das ist ein Thema, was man nicht kleinreden kann, und das ist ein Thema, was zum Beispiel unmittelbar zusammenhängt mit der Istanbul-Konvention. Es gibt das Thema, dass viele Frauen, insbesondere auch ärmere Frauen oder Frauen, die von ihrer Arbeitskraft leben, im Moment ökonomisch sehr, sehr große Schwierigkeiten und Probleme haben. Und diese ökonomischen Schwierigkeiten, die Frauen haben, haben natürlich auch Auswirkungen auf die gesamte Emanzipationsbewegung dieser Frauen und die Freiheiten, die sie haben können. Frauen sind zum Beispiel im Moment in der Zeit des harten Lockdowns, wenn es darum ging, dass es auch Mütter sind, Familien mit im Hintergrund standen, wenn sie zum Beispiel arbeiten, in einer Situation gewesen, dass sie Homeschooling und Arbeiten unter einen Hut bringen mussten, wenn sie zum Beispiel zu Hause gearbeitet haben, ganz andere Voraussetzungen hatten, als wenn sie zum Beispiel auch, wie viele Frauen, tatsächlich vor Ort weiterarbeiten mussten. Frauen sind bekanntermaßen in bestimmten sogenannten typischen Frauenberufen mehr zu finden. Diese Frauenberufe waren zum Teil, diese sogenannten typischen Frauenberufe, waren die systemrelevanten Berufe, die wir in der Pandemie überall in aller Munde gehört haben. Das ist die Verkäuferin, das ist die Putzfrau, das ist die Pflegekraft, das sind verschiedene Bereiche der elementaren Dienstleistungen, die auch in einer Pandemie eben unverzichtbar sind. Wenn Frauen aber gleichzeitig Kinder zu Hause haben, und leider ist es immer noch gesellschaftliches Rollenbild, dass Frauen mehr Verantwortung zum Beispiel auch für die Kindererziehung und Versorgung der Kinder übernehmen und gleichzeitig zur Arbeit gehen müssen, hat das andere Hürden mit sich gebracht. Oder wenn Frauen zu Hause arbeiten mussten und diese versorgen mussten. Diese Rollenbilder, dass Frauen auch eher kochen, die Familie pflegen und Ähnliches, sind auch verstärkt worden in der Pandemie. Das heißt, es gibt vielerlei Auswirkungen, über die man im Einzelnen, glaube ich, stundenlang noch mal reden könnte. Aber im Groben können wir ganz klar festhalten, natürlich ist die Pandemie für die Frau von immens, also für viele Frauen hat die Pandemie immense Herausforderungen mit sich gebracht. Und auch da, an dieser Stelle, müssen wir auch konstatieren und festhalten, dass natürlich Frauen, die eher aus ärmlichen Verhältnissen kommen, die eher nochmal auch die soziale Frage mit an vorderster Stelle für sich beantworten müssen, um überhaupt ihre Existenz zu sichern und Unabhängigkeit zu sichern, in dieser Pandemie nochmal vor größeren Herausforderungen und Schwierigkeiten gestellt wurden, als vielleicht andere, die eben größere Wohnverhältnisse haben, vielleicht die Existenznöte nicht so stark haben oder auch die Familienversorgung anders organisieren konnten oder auch ihre Arbeitsplätze nicht verloren haben. Fakt ist auch, viele Frauen haben in dieser Krise, und zum Teil, die zum Beispiel im Minijob-Bereich in Deutschland gearbeitet haben, im Putzbereich und Ähnliches, massive Einnahmeeinbrüche gehabt und teilweise auch ihre Jobs verloren. Und das werden wir vielleicht nach der Pandemie, nach der Gesundheitskrise, werden wir vielleicht noch verstärkter sehen, was diese Gesundheitskrise eigentlich auch für soziale und auch geschlechtsspezifische Folgen mit sich gebracht hat. Vielen Dank für dieses erste Statement, sehr erschreckendes Statement. Anna Krenz, dürfte ich dich auch bitten? Ja, hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und ich kann nur Özlem zustimmen. Du hast alles gesagt, was ich auch sagen wollte. Es geht natürlich um die Corona-Krise, die Einfluss auf unser, auf Frauenleben hat. Und mal sehen, was in ein paar Monaten oder ein paar Jahren, welche Folgen das haben wird. Klar, es sind die Frauen, die am meisten die Konsequenzen tragen, weil es sind traditionell die Frauen, die unsere Gesellschaft sozusagen in Krisenzeiten zusammenhalten. Entweder waren das Kriege oder Pandemien schon in die Vergangenheit. Es waren immer die Frauen, die diese soziales Familienleben zusammenhalten und manchmal danach sauber machen oder alles in Ordnung bringen, zum Beispiel wenn es Kriege gab. Und es ist natürlich schwierig für die Frauen, da kann ich nur zustimmen. Also ich stimme zu, was du gesagt hast.
Dann, was ich dazu sagen kann, ist zum Beispiel, gucken Sie, auch wenn viele Frauen oder viele Menschen zu Hause sitzen und in unterschiedliche Länder gibt, die Situation ist relativ okay, aber trotzdem, die Menschen, die Frauen gehen aus auf die Straßen, wie in Polen, da könnte ich nur ein Beispiel geben, Polen, schon seit einem Monat, ja, mehr als einen Monat, gibt es hunderte, tausende Menschen, die eigenes Gesundheit riskieren, um Menschenrechte zu kämpfen. Also trotz Corona, trotz dieser schwierigen Situation, wo polnische Regierung überhaupt keine richtige Hilfe gebeten hat oder der Gesundheitssystem ist total kaputt, es würde nicht richtig kontrolliert oder organisiert. Trotzdem sind die Frauen auf die Straßen, weil es geht um wichtige Sachen und die riskieren auch manchmal die Zukunft. Zukunft, Gesundheit oder Freiheit oder Zeit mit der Familie. Aber es ist auch wichtig, dass ich denke, das ist alles, was ich dazu sagen kann, weil ich stimme absolut zu, was Özlem gesagt hat. So ist das im Moment in Europa. Vielen Dank. Du wirst ja auch später noch mal ein bisschen mehr über die Situation in Polen berichten. Und jetzt würde ich noch Heidi Mainzold bitten. Ja, wir haben ziemlich zu Beginn der Pandemie einen gemeinsam auf einer europäischen Ebene so einen, wir haben es genannt, Corona Action Plan entwickelt, weil wir einfach davon ausgegangen sind, dass wir nicht nur das Entsetzen für uns definieren müssen oder Ängste weiter verbreiten, sondern es geht einfach darum, auch zu handeln. Und in diesem Actionplan, das haben wir also so aufgeteilt, dass wir gesagt haben, Corona ist im Prinzip ein Brennglas auf alles, was schiefläuft in der Gesellschaft, und darüber müssen wir reden. Und wir müssen reden mit unseren Nachbarn, mit den Freunden drüber, mit Alleinerziehenden, mit Menschen, die neben uns als Ärztinnen tätig sind und so. Wir müssen aber auch dieses Reden über das, was wir wirklich brauchen, diesen Sinn von Gemeinwohl, der wieder so zu verlieren droht, dass wir das auch in die Politik tragen und dass es nicht nur darum geht, jetzt schnell irgendwelche Etats zusammenzustellen, neue Budgets aufzumachen oder irgendwelche Bonuszahlungen, sondern dass es nochmal um die Ganzheitlichkeit geht und daraus eine neue Dynamik entwickelt wird, die auch natürlich die Männer einschließt und gerade was Gewaltprävention anbetrifft im persönlichen Raum, aber auch in dem Bereich polizeilicher Aktionen, ist es ganz wichtig, dass wir da, um den Ausdruck, in einem Boot sitzen. Wenn man sich jetzt nochmal anschaut, dass parallel zu diesen gestiegenen Gewalt gegen Frauen ja auch die Anzahl der Femizide in Deutschland zum Beispiel massiv steigert. Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich, hat ja gerade auch die Luxemburg-Stiftung sehr ehrenwert zusammengestellt, so unter dem Motto Niuna Menos, also dass diese Femizide sind einfach ein Ergebnis, das sich draufsetzt noch auf diese Pandemie. Und was ich wirklich ein Problem finde, ist dieses Familiengerede, das zum Beispiel jetzt gerade im Vorfeld von Weihnachten so verbreitet wird, wieder ein Familienbild, die Familie an Weihnachten zusammenzubringen und deswegen alles andere an Kultur zurückzufahren, was irgendwie trotz Hygienevorschriften eigentlich noch möglich wäre, da klaffen also auch Frauenbilder oder Familienbilder ganz, ganz weit auseinander. Und eine letzte Sache,
wenn ich, wir sind eine internationale Frauenfriedensorganisation, also wenn ich mir jetzt, wenn ich es mal ganz außen vor lasse, was wirklich in der Welt passiert, wo diese Distanzgeschichte überhaupt nicht so stattfinden kann, aber was, also dieses Degendering in unserer direkten Umgebung und diese Art dieser traditionellen Familienpolitik, wie sie ein Salvini in Italien vor sich hergetragen hat. Also da müssen wir massiv dagegen halten. Und die Waffenstillstandsforderung von Guterres im Bereich der Pandemie und die er jetzt ausgeweitet hat, dass es also zum Beispiel eine Impfung gegen Klimawandel nicht gibt, sondern dass also es war einfach Waffenstillstand weltweit braucht. Das ist was, was jetzt in Corona-Zeiten sträflich übergangen wurde, zum Beispiel gerade in den neuen Krieg wieder gegen Armenien, wo die Türkei angegriffen hat in einer Art und Weise mit Aserbaidschan, was ich, also wo es eben gerade keinen Waffenstillstand gibt und wir nach und wir in dieser Corona-Zeit überlegen als deutsche Bund, oder nicht wir als deutsche, die deutsche Bundesregierung neue Waffen zu kaufen. Es ist eigentlich absurd und unverantwortlich. Vielen Dank, Heidi Meinzold, und vor allen Dingen auch für deinen internationalen kurzen Ausblick. Ich bleibe auch gleich bei dir. Du bist, wie du auch noch mal gerade gesagt hast, seit vielen Jahren in der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit aktiv. Im August 2020 habt ihr einen offenen Brief an verschiedene politische VertreterInnen auf europäischer und nationaler Ebene geschrieben. Der Brief trägt den Titel Ja zum Schutz von Gewaltopfern, Nein zur Straffreiheit von Vergewaltigern. Die Istanbul-Konvention ist dafür ein Meilenstein. Die Idee, dieses Thema Istanbul-Konvention aufzugreifen, kam ja auch von euch, von der Internationalen Frauenliga, wurde an uns, an die Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern herangetragen. Könntest du bitte kurz skizzieren, worum es in dem Brief geht? Ja, kurz, wie kamen wir eigentlich zu diesem Brief? Wie ich gerade schon gesagt habe, in der Zeit von ansteigender Gewalt und Diskriminierung ist Schutz von Frauen absolutes Muss, und zwar in einem umfassenden Sinn. Und da geht es uns als Organisation um den inneren Frieden, genauso wie um den äußeren, was ich gerade auch schon gesagt habe. Und das bedingt sich gegenseitig und gerade erst recht in Pandemiezeiten. Und als Friedensorganisation arbeiten wir seit mehr als 100 Jahren für Abrüstung und striktes Verbot von Waffenexporten in die Konfliktregionen. Und die Auswirkungen von Waffenlieferungen zum Beispiel an Saudi-Arabien, auf die Frauen im Jemen. Und diese Forderungen bringen wir eigentlich überall ein. Und wir wissen, dass Frauen im Krieg nicht geschützt werden können und dass sie eben an, und dass es Grundlage ist, so eine Caring Economy überhaupt in die Wege zu leiten. Und was hat das jetzt mit der Istanbul-Konvention? Also auch in Deutschland hat ja die Ratifizierung gedauert. Erst im Februar 2018 ist sie aufgrund massiven Drucks aus der Zivilgesellschaft, Frauen- und Menschenrechtsorganisationen, zum Beispiel auch von uns, über das Forum Menschenrechte an die Bundesregierung herangetragen und letztlich dann ist der Prozess gelaufen. 2020 gab es dazu den ersten Staatenbericht, der auf gesetzgeberische Schritte und Maßnahmen zum Beispiel zur Strafbarkeit in der Ehe, ökonomische Absicherung, Gewalt im Netz, Vereinbarkeit von Frauen, von Beruf und Familie verweist. Und es hat sich ein starkes Bündnis gebildet mit über 20 der wichtigsten Frauenrechts- und Gewaltschutzorganisationen und Expertinnen. Und die fordern eben die Bundesregierung auf, die Umsetzung zu einer politischen Priorität zu machen und verweisen auf die Defizite, die da noch existieren. Wenn, und also aus diesem Engagement lokal vor Ort und den Schattenbericht, den es dann dazu gab,
haben wir natürlich das kommuniziert mit unseren Partnerinnen in auch und gerade in Zentral- und Osteuropa. Und es stellt sich einfach fest, dass wir sind dann durch die Aufkündigung der Ratifizierung in Polen, sind wir wirklich alarmiert gewesen, weil Schutz von Frauen einfach ein internationaler Ansatz ist. Und in diesem Paket von dem Verbot von Abtreibung, da wird ja die Anna nachher auch noch mal mehr drauf eingehen, und Reform der Aufklärung in den Schulcurricula und offene Diskriminierung von LGBTIQ durch ganz hochrangige Politik unisono mit der Kirche. Das ist eine Begleitmusik, zu der die Frauen dort auf die Straße gehen und die Solidarität einfach brauchen. Und also Gendergeschwätz heißt es ja, das weisen wir einfach massiv zurück. Und daraufhin haben wir diesen Brief geschrieben und konkrete Forderungen wie Schutzeinrichtungen für von Gewalt bedrohte Frauen und so weiter, häusliche Gewalt als Generationenaufgabe zu betrachten, Solidarität mit den Partnerinnen. Unsere Partnerinnen in Polen sind zum Beispiel eine feministische Stiftung FK oder auch eine atheistische Stiftung, mit der wir unser Women Vote Peace Projekt gemacht haben, die auch eine der Wurzeln des Übels in der katholischen Kirche oder in der Zusammenarbeit von Peace und katholischer Kirche sehen. Ja, also die Solidarität war der Hauptanlass und die konkreten Forderungen, Nachbarschaftspolitik auch in diesem Sinne zu betreiben. Und wenn man weiterschaut, Georgien, Armenien, überall ist es angesagt, jetzt wieder diese Degendering und Frauen wieder in eine Ecke zu schieben. Also da müssen wir wahnsinnig hellhörig sein, und das war ein Beitrag dazu. Vielen Dank dafür. Ich sage noch mal kurz was zur Ratifizierung. Also es ist so, dass die Istanbul-Konvention von vielen Staaten unterschrieben wurde, aber eben nicht ratifiziert, also den völkerrechtlichen Vertrag wirklich dann auch in Kraft gesetzt. Özlem Demirel, im November 2019 hat das Europäische Parlament von allen EU-Ländern gefordert, das Übereinkommen von Istanbul unverzüglich zu ratifizieren. Es wurde betont, dass jede dritte Frau in Europa körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Wie hast du diese Debatte im Europäischen Parlament wahrgenommen? Also zunächst einmal vielleicht der Hinweis, das Europaparlament hat jetzt nicht die Weisungsbefugnis, die Mitgliedstaaten aufzufordern oder anzuweisen, dass sie das jetzt machen müssen. Es ist ein Appell, es ist eine politische Haltung, die dort deutlich gemacht wurde, und sie war eindeutig. Also in der Abstimmung gab es, ich habe nochmal die Zahlen nachgeguckt, 500 Abgeordnete, die dafür waren, 91 dagegen und 50 Enthaltungen. Wenn man mich persönlich fragt, sind 91 dagegen und 50 Enthaltungen noch zu viel? Denn es kann keine Legitimation für Gewalt an Frauen geben, in keinster Weise und in keiner Form. Heidi hat eben zu Recht darauf hingewiesen, dass Krieg zum Beispiel die schlimmste Form der Gewalt ist. Aber hier reden wir ja auch über häusliche Gewalt und Ähnliches, was einfach Realität ist in Europa, in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und 91 Stimmen sind für mich immer noch zu viel, aber das Ergebnis und die Haltung im Europaparlament von den Abgeordneten war relativ klar und deutlich. Es gibt 6 EU-Mitgliedstaaten, die eben unterschrieben haben, aber noch nicht ratifiziert haben. Und das ist natürlich nicht akzeptabel, denn man kann sich natürlich auch die Frage stellen, welche Sinnhaftigkeit hat es dann, symbolisch zu sagen, ich unterschreibe, aber ich setze es dann nicht in Gesetz um. Ich finde das auch irgendwie am Herangehen zynisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da keinerlei Verständnis. Nicht, dass ich es richtig finde. Aber ich finde, man kann nicht sagen, ich habe es unterschrieben, ich bin ja im Geiste dabei, aber umsetzen tue ich es nicht. Also es ist für mich nicht akzeptabel und es ist unehrlich, was da vorgenommen wird. Und deshalb gibt es halt diesen Appell, das voranzubringen. Ich selber sitze nicht im entsprechenden Frauenausschuss im Europaparlament für meine Fraktion. Das machen eher Kolleginnen, das macht die Sandra aus Portugal, das macht die Marlin aus Schweden, das macht die Maria Eugenia aus Spanien. Das sind die Kolleginnen,
wir auch an vorderster Front in diesen Diskussionen natürlich mit vorne stehen und auch diskutieren und den Schlagabtausch haben. Aber ich muss sagen, was natürlich erschreckend ist, ich glaube, Anna oder Heidi, eine von beiden, hatten es eben ja auch gesagt, wir haben nicht nur diese 6 Länder, die nicht ratifiziert haben, wir haben ja auch Länder, die vorher gesagt haben, sie wollen diesen Weg klar gehen und jetzt wieder Rollbacks machen und das in Frage stellen, und das ist besorgniserregend. Wie gesagt, in einer Zeit, wo wir alle festhalten und alle eigentlich wissen, ohne vielleicht die ganz konkreten empirischen Zahlen haben, dass häusliche Gewalt steigt, in einer solchen Zeit die Symbolik zu geben, ich steige aus daraus oder ich mache nichts dagegen, ist eigentlich nichts anderes als ein Freifahrtschein, dass eben Gewalt noch weiterhin und verstetigt stattfinden kann gegen Mädchen, gegen Kinder, gegen Frauen, und das ist für mich nicht akzeptabel. Ich habe gelesen, dass es auch innerhalb der EU einen institutionellen Streit um das Thema gibt. Also die EU selbst als Organisation hat die Istanbul-Konvention unterzeichnet, aber es gibt trotzdem einen institutionellen Streit. Kannst du dazu was sagen? Ich nehme an, du meinst den Streit, dass die EU selber als Institution und Instanz ja auch die Istanbul-Konvention ratifizieren soll. Das Europaparlament nimmt in der Mehrheit die Fassung auf, dass die EU das unabhängig von den Mitgliedstaaten eigenständig ratifizieren kann. Und es gibt aber den Streit mit dem Europäischen Rat. Das ist nicht der Europarat, nochmal, das wird immer sehr oft verwechselt mit dem Europäischen Rat. Also mit den Mitgliedstaaten, die Auseinandersetzung, die sagen, dass die EU nichts ratifiziert kann, was nicht irgendwie von allen Mitgliedstaaten ratifiziert wurde. Und deshalb gibt es dazu irgendwie eine unterschiedliche Rechtsauffassung. Es ist eine schwierige Debatte. Ich bin selber keine Volljuristin und ich weiß, dass da irgendwie vom Europaparlament die Anfrage auch an Luxemburg, an Gerichte gestellt wurde, da mal irgendwie eine rechtliche Klärung zu geben. Das wird aber, soweit ich weiß, noch bis zu einem Jahr dauern. Aber fernab von dieser rechtlichen Diskussion, auch hier nochmal der Verweis darauf, dass eigentlich jetzt ganz dringend wäre, dass man wirklich alle Mittel dafür nutzt, deutlich zu machen, dass man nicht zuschauen möchte, wenn Gewalt stattfindet. Und wir haben eben schon mehrmals unterstrichen festgestellt, Heidi hat gesagt, zum Beispiel Feminizide finden auch in Deutschland verstärkt statt, also auch in Ländern, wo man den Eindruck hat, das gäbe es ja nicht oder das wäre, nein, hier findet das auch statt und deshalb ist das so von besonderer Bedeutung. Klar, im Endeffekt muss es, also die EU selber hat keine Strafgesetzgebung. Das ist klar. Das ist aber von symbolischer Bedeutung, wenn die EU das ratifizieren würde. Und es wäre vor allen Dingen von der Bedeutung, dass die Mitgliedstaaten dann auch stärker unter Druck wären, dem nachzuziehen. Ansonsten ist jetzt nicht zu erwarten, dass wenn die EU dem beitritt, anders als zum Beispiel bei den Menschenrechtskonventionen im Bereich Asyl oder so, wo es tatsächlich auch juristisch ein bisschen stärker mitbringen würde, hat das aber unglaubliche Bedeutung, weil man einfach deutlich macht, wir akzeptieren das nicht. Es geht im Moment in dieser Auseinandersetzung um zweierlei. Das eine ist wirklich Butter bei die Fische, konkrete Strafbarkeit, Dinge voranbringen, Aktionen voranbringen. Das andere ist aber auch ein Paradigmenwechsel und eine Haltung deutlich machen. Also eine Haltung, dass es keinerlei Entschuldigung geben kann für Gewalt, dass es keinerlei Legitimation geben kann, egal ob digital oder nicht digital, wenn Gewalt ausgeübt wird, wenn sexualisierte Gewalt ausgeübt wird. Und nochmal der Verweis, es ist von gesellschaftlicher Bedeutung. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir ja auch in Deutschland erst vor einigen Jahren überhaupt diese Formel Nein heißt Nein durchsetzen konnten. Das zeigt eigentlich, wie weit wir in dieser Diskussion sind. Und ich glaube aber fernab von dem institutionellen und juristischen Streit, was nötig ist, was notwendig ist, was Hoffnung macht, ist Bewegung von Frauen und auch Männern, die das als falsch verstehen, von denen auf der Straße, die deutlich machen, dass hier echt wirklich keine Akzeptanz mehr da ist. Und da ist tatsächlich bei allem Rollback, was wir aus Polen sehen, die Frauenbewegung in Polen für mich wirklich, wirklich ein positives Zeichen, ein Hoffnungsträger. Ebenso auch die Frauenbewegung in der Türkei, die sich dagegen wehrt. Weil ja, es ist erschreckend, was wir dort als politische Maßnahmen sehen, aber es ist wirklich hoffnungsmachend, dass wir so viele Frauen sehen, die sich emanzipieren, auf die Straße stellen und auch dabei einige Männer sehen durchaus, das ist ja auch nicht so, dass sie gar nicht vorhanden sind, die auch ebenso genau diese Bewegung unterstützen. Und das ist das, was wir, glaube ich, brauchen, europaweit
verstärkt Druck auf die Institutionen, Instanzen und Mitgliedstaaten, um hier wirklich einen Paradigmenwechsel herbeizuleiten. Und eine Aktivistin der Bewegung haben wir heute auch eingeladen. Anna Krenz, du bist in Berlin engagiert in einer Bewegung, die sich für die Rechte der Frauen in Polen einsetzt. Wie seid ihr denn darauf gekommen, in Berlin eine solche Bewegung zu gründen und welche Erfahrungen habt ihr gemacht in der letzten Zeit? Das stimmt. Na gut, ich leite, also ich bin Mitgliederin von einer Gruppe, die heißt Die Buche Berlin. Und wir sind schon seit 2016 aktiv. Also ich fing an, wie viele andere Menschen in Polen, Ende 2015, als die Peace-Partei, also Recht und Gerechtigkeit, an die Macht gekommen sind. Da würden viele Menschen auf die Straßen gehen, weil wir haben schon gesehen, dass die PiS macht, eine autoritäre Stadt aus Polen, dass die Gewaltanteilung bedroht ist. Und man sieht das heute sehr deutlich. Und wenn es um die Frauenrechte geht, naja gut, wir haben angefangen im April 2016, als die PiS wieder versucht hat, Abtreibungsgesetz zu verschärfen. In Polen es ist schon scharf, also diese Abtreibungsgesetze sind schon scharf im Vergleich zu anderen Ländern in Europa. Da gibt es nur drei Möglichkeiten, wenn man eine Abtreibung machen kann. Also wenn das Leben von der Frau gefährdet ist, wenn Schwangerschaft von einem Inzest kommt oder eine andere kriminelle Aktivität und drittens aus embryopathologische Gründe. Also sind schon, also es ist eigentlich ähnlich wie in Deutschland. In Deutschland Abtreibung ist auch illegal, es ist strafbar. Gibt es nur einfach drei andere Regelungen, die auch ähnlich sind. Aber in Polen war das ganz dramatisch 2016. Aber Abtreibung ist auch ein Thema, die fast immer in politisch schwierige Zeiten eigentlich auf einmal auftaucht. Warum? Es ist nicht schon das erste Mal, dass eine Regierung versucht, das zu verschärfen. Warum machen die das? Naja, klar, Abtreibung ist so in ein katholisches Land, es ist ein Begriff, der polarisiert die Gesellschaft. Das heißt, die Menschen sagen, ja, eine Gruppe sagt, ja, wir sind gegen Abtreibung, die andere sagen, wir sind aber für die Liberalisierung. Diese zwei Gruppen sind dann, die raten aufeinander zu und mit geteilter Gesellschaft lässt sich einfacher regieren. Und das war genau so in 2016. Und dann ich und andere, tausende andere Menschen dachten, na ja, gut, wir müssen wieder auf die Straßen gehen und auch in Berlin. Warum? Weil, nicht nur, weil ich Polin bin. Na, das ist natürlich ein Hauptgrund für uns, für die polnische Diaspora in Berlin. Es sind schon viele Menschen aus Polen in Berlin. Aber wir waren einfach wütend. Klar, unsere Herzen, die schlagen für Polen. Man lebt in Berlin, aber man ist auch mit Polen verbunden. Deswegen haben wir gesagt, nee, wir müssen auf die Straßen gehen. Und die erste Demo war tatsächlich im April 2016. Dann kam Sommer, passierte nicht viel, vor allem auf die Straßen nicht viel, aber im Hintergrund schon, weil in diesem Sommer, da gab es zwei Bürgerkomitees, die haben beide unterschiedliche Gesetzentwürfe entwickelt, weil in Polen es ist möglich, einen bürgerlichen Gesetzentwurf zu schreiben. Als Komitee muss man eine bestimmte Anzahl von Unterschriften sammeln. Es ist, ich denke, 150.000. Und damals, 2016, gab es zwei solche Entwürfe. Eine war gegen Abtreibung, also stoppt Abtreibung. Die zweite war mit dem Titel Retten wir die Frauen, also für die Liberalisierung. Und diese beiden Gesetze, also noch nicht Gesetze, die beiden Entwürfe, es würden die richtige Anzahl der Unterschriften gesammelt durch die Sommer und die würden dann später im September 2016 am polnischen Parlament angereicht. Und all diese Proteste, die man als schwarze Proteste nennt, und dann Frauenstreik am 3. Oktober 2016, die waren deswegen, weil diese beiden Gesetze würden am polnischen Parlament angereicht, wo PiS die Mehrheit hat. Und was PiS gemacht hat, die haben zum Beispiel Rettet die Frauen, also die liberalisierende Gesetz,
gleich in den Müll geworfen, ohne das zu lesen. Und da waren wir echt wütend. Zweiter Entwurf wurde weiter zu bestimmten Kommissionen gegeben, zu Weiterlesung und Prozeduren. Und da waren die Menschen echt wütend. Und deswegen waren wir alle auf die Straßen. Wir haben auch in Berlin einen schwarzen Protest organisiert am 3. Oktober. Es war unglaublich, weil ich denke, das war die erste polenbezogene Protest in Berlin, die so groß war. Es waren circa 2000 Menschen da auf die Warschauer Brücke. Das war unglaublich, auch für mich persönlich. Das war unglaublich. Wir haben eigentlich eine sehr große Solidaritätsgefühl, also nicht eigentlich, wir haben ein großes Solidaritätsgefühl. Wir dachten, wir sind Teil von einer europäischen Gesellschaft, von Berlin, und wir haben die polnische Frauenthema an das Licht gebracht, was wichtig war, weil vorher, klar, man hat protestiert gegen Nationalisierung der polnischen Medien oder für die Demokratie, aber Frauenrechte, polnische Frauenrechte, es war tatsächlich sichtbar. Und so hat das angefangen, ein bisschen mehr konkret. Und seit 2016, es sind schon wie viele Jahre, 3 Jahre, machen wir Demos, Aktionen, Petitionen, wir nehmen teil in Diskussionen, wie jetzt zum Beispiel. Wir sind immer aktiv, ständig, und wir kämpfen für Frauenrechte in Polen, aber auch natürlich in Deutschland, weil wir in Berlin leben. Und ich finde, es ist cool, wenn man das verbindet. Es ist, ja, vor allem in Deutschland ist es auch nicht perfekt, wenn es um Frauenrechte geht und Abtreibungsrecht. Deswegen stehen wir solidarisch gemeinsam, weil es ist höchste Zeit, dass die Frauen, Sternchen, gemeinsam über die Grenzen hinaus solidarisch zusammenstehen. Weil unsere Feind, naja gut, Feind, naja Feind, es ist nicht nur Peace, es sind natürlich auch andere rechte Parteien. Das ist auch natürlich katholische Kirche, also die fanatische Teil davon. Es sind auch ultrakatholische Organisationen, und Europa ist viel davon. Die sind nicht nur in Polen tätig, die sind auch aber in Deutschland. Man sieht das auch in Berlin. Normalerweise am 19. September gibt es einen Marsch für das Leben in Berlin. Es sind Tausende von Menschen, die nennen sich Pro-Life, aber wir nennen die Anti-Choice. Und das sind viele Menschen, die gegen Frauenrechte demonstrieren. Und da machen wir auch eine Gegendemo. Aber das heißt, es ist nicht nur Polen, obwohl in Polen es ist natürlich dramatisch. Und im Moment, was haben wir? Wir haben Anfang Dezember. Genau, wir sind jetzt in die Mitte der 6. blutige Woche in Berlin. Es ist eine Reihe von Solidaritätsveranstaltungen, Solidarität mit Polen. Also seit 6 Wochen, seit 24. Oktober, machen wir Events, Demonstrationen, Marsche, Online-Aktionen, Visiten in die polnische Botschaft. Also wir organisieren schon viele unterschiedliche Aktionen, weil es ist auch die Corona-Zeiten. Oh, scheiße. Mein Sohn kommt. Okay, gut. Okay, also wir bieten unterschiedliche Formen der Partizipation an die Menschen in Berlin. Entweder Demos, Prozessionen, Briefeaktionen oder unglaublich unterschiedliche Sachen, ja, auch Performance und Kunst. Also meine persönliche Meinung ist, dass Aktivismus ist, also die Straßenaktivismus vor allem, es ist wie, naja gut, es ist teilweise wie Kunst, wie Theater, was wir auf die Straßen machen, ist ein Spektakel mit Publikum, mit Kulisse, mit Akteure, weil was wir, naja gut, das Wort bieten ist falsch, aber das ist nicht das Wort, aber was wir machen, wir versuchen Informationen zu überbringen, aber auch Emotionen, dass die Menschen, wenn die zu unseren Demos kommen, die haben das Gefühl, Mitgefühl, wir leiden gemeinsam, aber am Ende, nach solchen Demos, man sollte nach Hause gehen mit das Gefühl von Macht, naja gut, und Energie, um weiter zu kämpfen. Und genau, wir sind jetzt in die 6. Woche, wir sind absolut müde, unsere Gruppe, wir sind nicht viel, aber es ist schon,
viel, weil man hat natürlich eigenes Leben, ja, Kind, der gerade nach Hause kommt, Arbeit und alles. Aber wir finden das wichtig, vor allem in Berlin, wo so viele polnische Menschen leben, wo wir auch gute Politiker im Deutschen Bundestag haben, die unsere Freunde sind, die auch für uns kämpfen, vor allem wenn die Deutschland in Präsidentschaft in Europa ist. Das ist auch wichtig. Wir sind, wir Polinnen in Berlin, wir sind sozusagen die Stimme, na gut, oder Lautsprecher der polnischen Frauen in Polen. Wir sagen einfach weiter, was in Polen passiert. Manchmal machen wir das laut, manchmal mit Schrift, manchmal mit Bild, ist egal, aber wir leiten das weiter. Und was noch? Aber auch umgekehrt, ich finde, es ist wirklich die höchste Zeit, ja, ist in einer Konferenz, aber es ist die höchste Zeit, dass wir wirklich gemeinsam kämpfen. Polnische und deutsche Frauen gemeinsam als bürgerliche Gesellschaften gegen die Rechten der Welt, weil diese braune Welle, die überschwimmt Europa und nicht nur Europa und andere Länder auch. Deswegen, so. Vielen Dank für das Statement. Ganz kurz, könntest du noch mal kurz erklären, warum schwarzer Protest oder warum das schwarze Demonstration schwarzer Protest heißt? Gut, schwarzer Protest, das war eine virale Aktion, eine virale, also internetbasierte Solidaritätsaktion von die Partei RASEM entwickelt, damals im September 2016. Die haben diesen Hashtag entwickelt, schwarzer Protest. Damals ging es darum, dass man sich schwarz kleidet, ja, und ein Foto postet mit Schrift, mit Hashtags, schwarzer Protest, Solidarität mit Polen, so. Und diese Aktion war unglaublich populär. Die Solidaritätswörter kamen von ganzen Welt, von unterschiedlichen Ländern. Und dieser Name, schwarzer Protest, wurde dann weitergetragen. Und jetzt ist es ein Begriff für alle, naja, für sehr viele Frauenproteste in Polen, ganz neben von Frauenstreik. Aber Frauenstreik war eine Aktion am 3. Oktober, das war tatsächlich ein Streik. Ja, also die Frauen gingen nicht an die Arbeit. Heute, Frauenstreik ist eine Organisation mit Hierarchie und Finanzen und Strukturen. Aber damals, es war ein Event von unterschiedlichen Gruppen organisiert. Und einfach so, nicht nur Gruppen, aber einfach Frauen. Aber schwarzer Protest wegen schwarze, ja gut, vielleicht auf Deutsch könnte das sagen, Protest in Schwarz. Aber die Übersetzungen liefen sehr schnell. Black Protest, das kam aus Polnisch. Deswegen, und da gibt es auch ein Symbol für diese Proteste. Es ist ein schwarzes Regenschirm. Es war ein Zufall aber, weil am 3. Oktober in manchen Städten in Polen, es hat einfach geregnet und viele Menschen kamen mit Regenschirmen und wir dachten, okay, sieht gut aus, lass uns diesen praktischen Element als Symbol benutzen, weil das passt absolut unglaublich. Regenschirm, es schützt, aber es ist auch unsere Waffe, man kann damit schlagen und es ist sehr symbolisch. Es ist ein Schutz, ein Schild, ja, und auch eine Waffe und auch ein Symbol. Ach, man könnte stundenlang reden. Ja, ich hätte auch noch eine weitere Frage an dich, Anna Krenz. Im Juli 2020 hat der polnische Justizminister angekündigt, die Istanbul-Konvention aufzukündigen. Wie reagiert die Frauenbewegung darauf und was wird getan? Es wird eigentlich leider nicht viel genug getan, weil alle leben mit, nicht alle, aber Hauptfokus ist auf die Abtreibung. Klar, man spricht über Istanbul-Konvention, aber leider für die Public, für die Öffentlichkeit, es fließt irgendwie hinten, weil es sind so viele Themen gerade in Polen, auch im Sommer, es war so viel los, die Pandemie, die klar, Abtreibung und so weiter. Ich habe Angst, also das ist meine persönliche Meinung, vielleicht lege ich falsch, weil ich bin hier und ich lese nur, was da in polnischen Medien steht oder auf aktivistischen Gruppen passiert. Aber ich habe Angst, dass es würde nicht laut genug gesprochen. Weil, also von unserer Sicht, als Dschewuch in Berlin, wir haben auch einen Brief an die Ursula von der Leyen und andere Europaparlamentmitglieder unterschrieben. Der Brief war eine Koalition für Freedom and Choice. Da gibt es eine Koalition in Polen, die über 100 Organisationen aus Polen und Ausland auch
ja, gibt es solche Organisationen da. Wir haben einen Brief unterschrieben und das weitergeschickt. Aber ich denke leider, es ist nicht genug, weil nicht genug Aktion, weil alle sind auf Abtreibung konzentriert. Und was gerade passiert? Also die polnische Justizminister, Zbigniew Ziobro, er ist gefährlicher, als man denkt. Man sollte ihn nicht unterschätzen. Weil die PiS-Partei mit alter Kartoffel Kaczynski, der Zwillingskartoffel, ist im Vergleich zu anderen Parteien oder auch die Strömungen in PiS selbst, es ist insgesamt mild. Gibt es noch mehrere radikale Gruppen und Parteien in Polen. Und es ist nicht nur PiS. Es ist noch eine andere Partei, die heißt Konfederacja. Die sind laute Nationalisten, junge, gut gebildete Nationalisten, die in Warschau marschieren, in Reihen mit Fahnen. Das alles sieht aus wie Deutschland in den 30er. Es ist gefährlich. Die sind mit AfD befreundet. Ja, die treffen sich auch. Das heißt, da gibt es ein Netzwerk von rechten Parteien in Europa. Klar, das wissen wir, aber dass gerade polnische und deutsche Nationalisten gemeinsam Events machen, das, ich verstehe die Welt nicht mehr, aber so sind die Zeiten absurd. Trotzdem, Zbigniew Ziobro ist gefährlich. Ja, und er kämpft um die Macht mit Mateusz Morawiecki oder die kämpfen um Macht in PiS. Ja, die kämpfen um vielleicht Nachlass nach Kaczynski, wenn Kaczynski zurückzieht, von alleine oder auch nicht. Aber es war genau Zbigniew Ziobro, der ist nicht nur Justizminister, der ist aber auch Generaler Staatsanwalt, was gerade nicht so richtig ist, weil in Polen gibt es nicht keine Gewalteinteilung mehr. Wie wir wissen, alle drei Elemente von Gewaltanteilung sind schon von PiS dominiert. Der Präsident, der eine Maskotte von PiS ist, der hat eigentlich nichts zu sagen. Der ist eine Witzfigur, tut mir leid. Dann haben wir natürlich das Parlament, wo in Sejm PiS die Mehrheit hat. Nicht im Senat, aber in Sejm. Und genau Justiz. Mit einem Mann, Zbigniew Ziobro, der beide Funktionen in sich trägt. Und er sagte, ihm gefällt diese Istanbul, also die Istanbul-Konvention nicht. Ihm folgen gerade, natürlich folgt ihm die Partei, die Kirche. Aber was ich noch gefährlicher sehe, da gibt es einen neuen Gesetzentwurf, bürgerlicher Gesetzentwurf von einem Komitee gemacht. Die sammeln jetzt, gerade als wir sprechen, gerade jetzt, bis 14. Dezember, die sammeln Unterschriften unter ein Gesetz, der heißt nicht für die ich muss schnell gucken, wie die gerade auf Polnisch, auf Deutsch heißen, weil die machen gerade ein neues Gesetzentwurf. Warten Sie bitte. Ja zu Familie, nicht zu Gender. Okay, okay. Und in diesem Gesetzentwurf steht, dass die Istanbul-Konvention ist falsch, weil es gegen die christliche Glaube stößt. Es ist auch gegen die Verfassung. Und das ist natürlich, dass die Istanbul-Konvention ist Gender-Ideologie basiert. Und da kommt natürlich alle diese Babalaba, diese Gelaber über Gender-Ideologie, die sehr in Polen verbreitet ist. Es wird von den rechten Parteien gesprochen, von der Kirche. Die sagen einfach Wörter, die überhaupt nicht verstehen, weil da gibt es keine Gender-Ideologie. Genauso wie gibt es keine LGBT-Ideologie. Aber die benutzen diese Wörter. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht nur schockiert, aber es ist schrecklich, weil dieses Entwurf sollte, wenn es an die polnische Parlament angereicht ist, es sollte die polnische Regierung dazu zwingen, die Istanbul-Konvention einfach wegschmeißen und eine neue Konvention für ganz Europa bieten, die auf christliche Werte und traditionelle Familienbild basiert. Und das ist von zwei Organisationen geschrieben, gegründet, soziale
Kirchenkongress, etwas sowas. Und zweitens Ordo Iuris. Und Ordo Iuris ist eine Institution, das ist auch ein Teil von brasilianischer Familienorganisation. Jetzt muss ich den Namen suchen, jetzt weiß ich nicht mehr. Aber Ordo Iuris ist ein Institut für das Recht. Für das Recht. Die haben sehr viele Richter und Anwälte. Das ist nicht super cool. Die würden von Russland und Amerika finanziert. Na gut, man darf das nicht laut sagen, dann bekommt man Strafe. Aber ich hoffe, auf Deutsch versteht mich keiner in Polen, also von den Bösen. Deswegen, ich kann das sagen. Aber Ordo Iuris ist tatsächlich eine gefährliche Institution. Die hatten einen Sitz in Brüssel vor ein paar Wochen oder Tagen. Die würden gekündigt von diesem Büro. Kleines Erfolg für uns, für die bürgerliche Gesellschaft. Aber die haben auch sehr viele Kontakte im Europäischen Parlament. Und die haben vor einiger Zeit auch ein ganzes Projekt für christliche Europa an Europäische Parlament vorgestellt. Es ist wirklich nicht gut. Es ist wie ein Kraken. Bitte pass auf im Europäischen Parlament, dass solche Menschen wie Ordo Iuris da nicht so tief sitzt. Man muss wirklich die Augen offen halten, weil es ist nicht nur Peace. Es ist absolut mehr, was gerade schief läuft. Und nicht nur in Polen, aber die sind besser vernetzt, als wir denken. Vielen Dank, Anna Krenz, für diese sehr erschreckenden Einblicke in die Situation in Polen gerade. Wir werden nachher nochmal weitere Fragen stellen auch. Özlem Demirel, du bist im Europäischen Parlament stellvertretende Vorsitzende der Delegation für die Beziehung zur Türkei. Auch die Türkei will sich nun von dem Völkerrechtsvertrag zurückziehen. Aber das ist komisch, weil in Istanbul wurde dieses Abkommen geschlossen. Also das heißt auch Istanbul-Konvention. Und die Türkei hat sogar das Abkommen als allererstes unterschrieben. Kannst du uns dazu mal was sagen? Ja, in der Tat. Die Konvention heißt Istanbul-Konvention und es hat natürlich ein Geschmäckle, wenn die Istanbul-Konvention sozusagen von dem Land nicht ratifiziert wird oder nicht eingehalten und umgesetzt wird, woher der Name überhaupt dieser gesamten Konvention kommt. Aber das ist, glaube ich, nicht der Hauptpunkt. Deine Frage zielt ja mehr darauf, auch wahrscheinlich hinaus, was ist eigentlich in der Türkei los? Was sind die Beweggründe der türkischen Regierung im Moment, der AKP-Administration, auch hier von abzuweichen, obwohl sie herbeigetreten waren, obwohl sie ratifizieren haben und Ähnliches? Ich glaube, diese Frage umfänglich zu beantworten, wäre viel zu weitgreifend. Man müsste dafür auch noch mal ein bisschen die aktuelle politische Lage in der Türkei analysieren. Man müsste die Regierungskonstellation, die eben nicht nur aus der AKP besteht, sondern auch in einer Koalition mit der MHP, also auch Ultranationalisten, die wir ja hier in Deutschland immer als die grauen Wölfe übersetzen, besteht und Ähnliches. Und welche Ideologie dem zugrunde liegt, welche sozialen, ökonomischen, kulturellen, in welcher Verfasstheit sich die Türkei verhält. Das würde alles viel zu weit gehen. Ich versuche nur ein paar Punkte vielleicht diesbezüglich aufzugreifen. Das Erste ist, Frauenmorde in der Türkei finden tatsächlich statt. Und sie finden auch offensiv und offen statt. Und noch vor ein paar Wochen war es so, dass wieder einmal eine junge Frau ermordet wurde von ihrem Ex-Geliebten. Und es ist auch in der Türkei durchaus möglich und gängig, wenn Frauen teilweise ermordet wurden von ihrem Partner, von einem Familienangehörigen wegen der Ehrenbeschmutzung oder von einem Ex-Partner, von einem Freund oder Ehemann oder irgendeinem Mann, dass dann auch durchaus Diskussionen im Anschluss daran stattfinden, in der Öffentlichkeit, wie, was diese Frau denn aber auch gemacht hat. Also ein banales Beispiel, eine Frau, die ermordet wird oder wurde und später wird halt durchaus darüber berichtet, dass sie aber ihren Mann betrogen hat oder dass sie ein Verhältnis mit einem anderen verheirateten Mann hatte. Nun muss man auch gesellschaftliche Kontexte und kulturelle Eigenschaften von auch durchaus berücksichtigen. Also ich bin jetzt nicht jemand, die sagt, dass irgendwie kulturell irgendeine Gewaltmechanismus legitimieren würde. Aber diese Berichterstattung
hat durchaus Absicht. Diese Berichterstattung führt durchaus dahin, dass in einigen Köpfen so ein Fragezeichen ist wie, hat sie aber etwas gemacht, was nicht ehrbar war? Und ähnliches. Und wenn du eine Konvention hast, die Recht ist und die sagt, dass es keinerlei Begründung, welche auch immer, gibt für Gewaltanwendung, dann steht das im Widerspruch zum Beispiel zu dem bisher noch kulturell versuchten am Leben, also sie versuchen, diese Herangehensweisen am Leben zu halten. Und das ist natürlich wichtig. Deshalb gibt es, ich bin nicht Teil der Frauenbewegung in der Türkei, weil ich lebe nicht in der Türkei. Ich bin sozusagen deutsche Abgeordnete, ich lebe hier, bin in Brüssel. Deshalb kann ich nicht im Namen von denen reden. Aber es gab zum Beispiel auch beim letzten Mord an einer Frau nochmal den Verweis von vielen, vielen Frauen in der Türkei, dass die Istanbul-Konvention Leben rettet. Also wenn wir in der Türkei zum Beispiel über diese Konvention und über die Ratifizierung dieser Konvention reden, dann reden wir nicht nur über einen Paradigmenwechsel, sondern wir reden davon, also wir reden vom Schutz vom Leben. Vom Schutz vom Leben von Frauen. Und das ist wirklich wichtig. Da geht es sozusagen auch teilweise diese Umsetzung, bei dieser Umsetzung um Leben und Tod. Das Zweite ist, dass die Türkei natürlich und die Regierung in der Türkei, allen voran die Erdogan-Administration, ja auch einen Schwenk gemacht hat. Während sie in den Beginn ihrer Regierungspolitik ja versucht hat, sich nach einem islamischen, aber Modernisierungskurs der Türkei zu befinden in verschiedenen Prozessen, hat sie ja spätestens mit den Gezi-Protesten auch nochmal ideologisch sozusagen zu ihren Wurzeln zurückführend bestimmte Auseinandersetzungen geführt. Sie hat dabei auch natürlich nochmal deutlich gemacht, aus welcher gesellschaftlichen Ideologie sie sich nährt. Und sie befindet sich derzeit auch zum Beispiel mit der MHP in einem Bündnis. Und sie ist immer geschwächter, die Regierung in der Türkei, die Erdogan-Administration. Und sie versucht jetzt, andere Bündnisse auch für sich zu machen. Diese Bündnisse bestehen aber auch zum Teil, das wird so zumindest kolportiert, auch in oppositionellen Medien. Also ich zitiere diese in dem Fall zum Beispiel auch in einer Zusammenarbeit mit gefährlichen Mafiabossen und Ähnlichen, die mit denen er jetzt zusammenarbeiten möchte, mit denen er auch der Opposition droht. Und diese Ideologie, die dem Grunde liegt, dem extremen Nationalismus, dem extremen religiösen Fundamentalismus, dem extremen Kriminellen, ist ja auch immer ein Erdrücken und Unterdrücken des Schwachen, des Schwächeren. Das ist ja die DNA, von der diese Institutionen und politischen Organisationen und Strukturen leben. Und in deren Übersetzung ist das weibliche Geschlecht das schwächere Geschlecht. Das ist deren Übersetzung. Darüber kann man lange diskutieren, dass dem nicht so ist, aber darauf will ich nicht ein. Aber das ist deren Weltanschauung und das wollen sie weiter voranführen. Und es gibt gesellschaftliche Normen und Strukturen, die sie Frauen auch aufsetzen wollen und in denen sie sie halten wollen. Und hinzu kommt natürlich, dass Frauen allein auch aufgrund ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Art, allein zum Beispiel in der Türkei, immer dieses Bewusstsein geprägt wird von Müttern ganz vorneweg. Zum Beispiel, ich schicke meinen Sohn. Also da wird das nicht mit Frau nicht weg von Mutter, sondern da wird genau diese Mutterrolle angenommen und zum Beispiel auch argumentiert, ich schicke meinen Sohn nicht in den Krieg. Ich gebe meinen Sohn nicht für Krieg. Und dass die Türkei Außenpolitik auch mehr von Kriegen zum Beispiel dominiert ist in den vergangenen Monaten, ist ja auch bekannt. Das heißt, dass so eine Haltung auch nicht sich durchsetzen soll. Es gab Forderungen und Aufforderungen zum Beispiel von Erdogan vor einigen Jahren, dass jede Frau 3 Kinder oder wie viele Kinder auch immer gebären soll. Es gibt Aufforderungen, welche Rolle die Frau einnehmen soll. Es gibt die Aufforderung, dass zum Beispiel in Koranschulen nur die religiösen Schulen vorangebracht werden. Es gibt eine bewusste Politik, die auch Frauen nochmal versucht, unterschwellig oder auch teilweise offenkundig rauszuhalten aus Entscheidungsprozessen.
Und wenn du das argumentieren und durchdeklinieren können willst, dann musst du argumentieren können, dass die Frau auch das schwächere Geschlecht ist. Dann musst du auch sagen, dass die Frau abhängig ist vom Mann. Dann musst du auch sagen, dass die Frau als Abhängige vom Mann natürlich diesen braucht, ohne ihn nicht leben kann und sich auch nicht davon emanzipieren kann, eigenständig entscheiden kann. Wenn es aber so ist, dann ist die Frau auch, wenn der Mann mal schlecht drauf ist, zum Beispiel, dazu verdammt, auch mal zu sagen, okay, heute hat er mir mal ein paar Klaps gegeben, aber er ist derjenige, der mich, mein Lebenselixier gründet. Und eine Konvention, die quasi mit dieser Logik bricht, kann keine Konvention sein, die im Einklang ist mit einem Regierungsmechanismus, mit einem Herrschaftsmechanismus, mit einer politischen Anschauung, die eben diese Abhängigkeitszwänge immer weiter vertiefen möchte. Und das ist, glaube ich, auch eines der Grundgedanken, also dieser ideologische Schwenk, der da natürlich eine wesentliche Rolle mitschwingt, aber auch nicht nur rein ideologisch, weil sie dieser Weltanschauung haben, sondern auch rein pragmatisch, weil sie es eben brauchen. Wenn die Frauen jetzt in der Türkei verstärkter auch gegen Krieg, gegen die sozialen Verwerfungen, gegen das, was passiert in diesem Lande, gegen die Unterdrückungsmechanismen, gegen die ökonomische Krise, die unglaubliche Ausmaße hat, mit auf die Straße gehen, dann hat die AKP noch größere Probleme, als sie jetzt ohnehin schon innenpolitisch hat. Und das soll es auseinanderbringen. Und da soll es auch entzweien. Es soll auch den Kampf entzweien, an einer bestimmten Stelle, wo Frauen und Männer zum Beispiel gemeinsam sagen, ich will aber eine andere Politik. Weil hier geht es dann darum, dass vielleicht den Männern und Frauen, also Frauen vielleicht versuchen, den Männern was wegzunehmen oder so. Oder zumindest soll dieser Gedankengang geschürt werden. Also auch diese Entzweiung. Und deshalb glaube ich, ist es auch ganz, ganz von ganz besonderer Bedeutung, dass eben dieser Kampf, wenn er geführt wird, auch durchaus mit den Männern zusammen, die für Demokratie und Fortschrittlichkeit zusammengeführt werden. Und dafür gibt es durchaus auch Ansätze in der Türkei. Und noch ein kleiner Hinweis. Ich weiß, der 8. März zum Beispiel, der ist ja zurückzuführen zum Beispiel auf die Vorreiterrolle einer Frau aus Deutschland. Aber als Kampftag der Frau in Deutschland wurde der jahrelang nicht so in immens großen Protesten oder so begangen. Es gibt wieder die Ansätze davon und das ist ganz, ganz wichtig. Darauf will ich nicht hinaus. Aber wenn man über die Türkei redet, manchmal redet man ja, reaktionär, islamisches Land, rückschrittlich oder was auch immer. Nein, in der Türkei am 8. März gehen Frauen en masse, egal ob im Dorf oder in Istanbul, auf die Straße. Was der 8. März bedeutet, das wissen die meisten Frauen da, wo man hier noch vielen, vielen das erklären muss, was das eigentlich ist und was die Geschichte ist. Das heißt, es gibt dort auch ein Bewusstsein dafür. Und der 8. März ist zum Beispiel auch immer wieder eine Demonstration in der Türkei, bei denen es zu Ausschreitungen kommt, wo die Polizei auch rigoros gegen vorgeht. Also die Regierung in der Türkei im Moment geht rigoros gegen Frauenbewegungen vor. Sie geht rigoros zum Beispiel gegen die sogenannten Minderheit der Kurden vor. Sie geht rigoros gegen Oppositionelle vor. Und es hat seine Gründe, warum sie das machen. Sie spalten die Gesellschaft, sie wollen sie weiter vertiefen, sie wollen die politische aufgeworfenen Fragen nicht weiter vorankommen lassen. Und das ist halt das Gefährliche an dem, was in der Türkei gerade passiert. Aber auch da kann ich sagen, gibt es halt auch unglaublich viel Mut, Frauen, die da unglaublich klar kämpfen. Also das beste Beispiel, was ich halt auch kenne in dieser Auseinandersetzung um Demokratie und Ähnliches. Manchmal gibt es eine Arroganz, die wir vielleicht auch ein bisschen in Europa haben, weil wir moderne Frauen sind. Wir sind, ne? Also so, es gibt dieses, es gibt das auch in Istanbul, modernere, offenere Frauen, die dann irgendwie auch anders reden können. Und wenn man dann aber guckt in den Auseinandersetzungen, politischen Auseinandersetzungen in der Türkei, dann sind es teilweise die Frauen mit Kopftüchern, die noch nicht mal schreiben oder lesen können, nicht eine Schule besucht haben, die, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ihre Söhne sterben im Krieg, die am vehementesten dafür kämpfen. Das sind Menschen, die teilweise noch nie eine Schule besucht haben, aber die aus der Lebenserfahrung heraus wissen, was die richtige Antwort auf diese Frage ist, während andere, die vielleicht jahrzehntelang studiert haben, eben diese Haltung nicht in dieser Klarheit bringen können. Auch da gibt es sozusagen
durchaus in der Frauenbewegung in der Türkei vielleicht kulturelle Unterschiede zwischen den klassischen sozusagen Frauengruppen, Verbänden und Organisationen und den eher klassischen Frauenrollen, die eingenommen wurden, aber die durchaus sehr, sehr weit sind. Das muss man auch ganz klar sehen. Also ich will nicht, dass es hier ein Bild gibt nach dem Motto, wir sind hier sehr fortschrittlich und die wissen es gar nicht. Weil die sind in konkreten Kämpfen drin, wie genauso wie die polnischen Frauen, die in ganz konkreten, massiven Auseinandersetzungen drin sind und für ihre Rechte kämpfen. Und nirgendwo lernt man besser als in dieser konkreten Auseinandersetzung. Und deshalb auch da an dieser Stelle, was die Regierung macht, ist fatal gefährlich. Sie haben ihre Gründe dafür. Aber die Antwort, die dort gegeben wird, gesellschaftlich, auch wenn man vielleicht in einigen Fragen nicht so weit ist, wie man zum Beispiel in Deutschland ist oder in den moderneren Gesellschaften in der Europäischen Union ist, die Antworten, die darauf gegeben werden, sind aber von der Reichweite und von dem Bewusstsein, was geschaffen wird für Frauen selber, ich glaube, ziemlich, ziemlich weit. Und auch von denen können wir noch einiges lernen. Vielen Dank, Özlem Demirel, für dieses Statement und auch nochmal den Appell an uns, verstärkt am internationalen Frauenkampftag auf die Straße zu gehen und für international für unsere Rechte zu demonstrieren. Zum Schluss würde ich gerne nochmal eine Frage an Heidi Meinzelt stellen. Wir haben jetzt über Polen und Türkei gesprochen, aber auch Ungarn und die Slowakei haben mächtig gegen die Ratifizierung der Konvention gepoltert. Könntest du uns dazu noch einen kurzen Einblick geben, bitte? Also die Situationen gleichen sich bei den unterschiedlichsten Voraussetzungen und die Frage der Abwertung von Frauen und damit Spaltung der Gesellschaft. Das ist wirklich ein durchgängiges Phänomen. Und wenn man sich anschaut, wie parallel die Quarantäneauflagen in Ungarn mit der Androhung von Freiheitsstrafen einhergehen, bis zu 8 Jahren, gleichzeitig die Leute halt zu Hause bleiben sollen in Bedingungen, die häusliche Gewalt noch mal ganz stark vorantreiben. Ein Punkt, der mir also speziell mit Ungarn auch noch mal aufgefallen ist, also einmal habe ich gesehen, es gab Riesendemonstrationen oder wirklich große Demonstrationen in Ungarn in Solidarität mit polnischen Frauen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und ein absurder Aspekt, den das ungarische Parlament da verabschiedet hat, hat einen Zusammenhang hergestellt zwischen dieser Gender-Ideologie und sogenannter illegaler Einwanderung. Die haben da eine Konstruktion, eine aberwitzige Konstruktion gemacht, dass also die Ratifizierung der Istanbul-Konvention einen erheblichen Beitrag im Zusammenhang mit illegaler Migration bringen würde. Also sowas muss man sich überhaupt erst einmal, muss man sich in den Köpfen vorstellen. Und in der Slowakei ist es natürlich auch wieder das Problem des sehr katholischen Landes. Jetzt hat die Slowakei, soweit ich informiert bin, ein relativ freizügiges Abtreibungsrecht. Da geht es bis zur 12. Woche, bei medizinischen Indikationen sogar noch ein bisschen später. Aber es gibt jetzt da einen neuen Vorschlag, der immerhin die zweite Lesung geschafft hat im Parlament, zu Zwangsmaßnahmen, also so absurde Geschichten, eine obligate Ultraschalluntersuchung vor einem Eingriff. Verpflichtung für Ärzte wollten sie eben, dass Frauen auch den Herzschlag des Fötus, dass man ihnen den vorspielt. Also das ist wirklich ein zynisches Verfahren, so zu umgehen, um nicht direkt zu sagen, wie dass einem das, also naja, also das ist genau im Sinne dieser spalterischen Gender-Ideologie. Bloß ein allerletzten Satz, nochmal schnell auf uns zurückzukommen.
Ich habe gedacht, ich höre nicht recht, wie in einer Debatte im Deutschen Bundestag zur Frauenfriedenssicherheitsagenda eine CDU-Frau sagt, oh, wir hätten doch gerne einen gemeinsamen Antrag dazu durchgebracht und wir hätten nur so einen Halbsatz drin haben wollen zum Schutz des ungeborenen Lebens. Ja, spinn ich. Also in einem Antrag zur Frauenfriedenssicherheitsagenda den Schutz des ungeborenen Lebens einzubauen, ist eine solche unglaubliche, subtile Unverschämtheit. Das geht dann so unter. Oh, jetzt haben wir es wieder nicht in gemeinsamen Antrag geschafft. Verdammt nochmal. Das ist, also es ist wirklich unglaublich und das ist nicht die AfD gewesen. Also die waren völlig unter der Gürtellinie in der Debatte, aber von der CDU, aus der Mitte der CDU und da sieht man, was auch bei uns gespielt wird. Vielen Dank erstmal für eure tollen, aber auch sehr traurigen, erschreckenden, besorgniserregenden Statements. Zum Schluss würde ich jetzt noch mal eine Frage an euch alle stellen, und zwar, was können wir jetzt tun aus der Perspektive der europäischen Parteipolitik, aus der Perspektive der Bewegung? Ihr habt natürlich schon einiges erwähnt, aber vielleicht so als ein Schlusssatz oder als ein Schlussstatement. Özlem, magst du anfangen? Oh Gott, es gäbe wahrscheinlich viel zu tun in so vielen Themenbereichen. Sag vielleicht mal Folgendes und das bringt es vielleicht aus meiner Sicht auch auf den Punkt. Einfach weiterkämpfen, Öffentlichkeit schaffen und auch international gucken, was unsere Schwestern und Brüder in anderen Ländern für Kämpfe leisten, was wir von denen lernen können und wie wir sie gegebenenfalls unterstützen können. Egal ob mit einem Kampf im eigenen Land oder mit klarer Solidarität in ihre Richtung. Anna Krenz, ich sehe dich nicken, du stimmst zu, wir nicken alle, wir stimmen alle zu. Was ja, das stimmt. Ich kann auch genau zustimmen, was Özlem sagt. Aber was können wir machen? Natürlich ist es die Frage, an wem. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Manche andere Möglichkeiten für die Politiker, andere Möglichkeiten für normale so Gesellschaft, Menschen, die einfach da sind und auch für NGOs. Oder unterschiedlich. Wir haben und da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, von auch Spenden an Frauenorganisationen, entweder in Polen, Türkei, auch in Deutschland. Zum Beispiel in Deutschland gibt es auch zu wenig Frauenhäuser. Und gerade jetzt in die Pandemie, warum denn zum Beispiel Hotels, also nicht nur in Deutschland, aber vor allem in Deutschland könnten wir einfach die Hotels öffnen und das als Zuflucht für Frauen in Gewaltsituationen machen, weil die Hotels stehen sowieso leer. Warum denn nicht? Ja, leere Gebäude, die nicht genutzt sind, dem geht es auch nicht gut. Und alle würden sich freuen, wenn Frauen in schwierige Situationen, gerade wo, zum Beispiel in Berlin gibt es keine neue Wohnungen oder man kann sich neue Wohnung nicht leisten oder überhaupt eine Wohnung nicht leisten. Hotels sind einfach da leer. Ja, das ist ein sehr konkretes Beispiel. An wem weiß ich nicht, an Hotelbesitzer oder an die Regierung. Das ist zum Beispiel, klar gibt es Frauenorganisationen, die natürlich Hilfe brauchen, finanzielle Hilfe auch. Zum Beispiel, wenn es um die sehr konkret, jetzt sage ich jetzt aber aus dem Herzen und etwas Persönliches, dass Frauen in schwieriger Gewaltsituation. Manchmal Teil dieser Gewalt, psychische oder physische Gewalt, ist, dass es ist schwer, damit umzugehen. Es ist manchmal schwer, eine Rettung zu finden, wenn man vor allem alleine ist, jetzt in die Pandemie. Man sitzt da zu Hause, wem soll ich anrufen? Man ruft irgendwelche Beratung an, die sagen, nee, ruf da an, ruf da an. Was wir eigentlich wirklich brauchen, sind sehr konkrete Hilfe. Eine konkrete Hilfe, zum Beispiel, keine Ahnung, dass jemand kommt und auch putzt die Wohnung, weil du kannst nicht, weil du bist in einer schwierigen Situation oder Essen mitbringt oder hilft bei Papiere zu irgendwelche deutsche Ämter, keine Ahnung. Aber gibt es viele, viele konkrete Möglichkeiten, wie wir uns Schwestern helfen können, gegenseitig. Das ist sehr konkret. Zweitens, zum Beispiel, wenn man es politisch sieht, naja, gut, politisch klar, auch in Deutschland brauchen wir mehr
Auch in Polen brauchen wir mehr Gerechtigkeit und mehr Frauenrechte. Es ist genauso schwierig. Ich finde, irgendwann mal im Bundestag sollte eine Diskussion stattfinden über die beiden Paragraphen 218 und 19a. Und da werden wir irgendwie auch auf die Straßen stehen, die Woche. Klar, Solidarität muss beiderseitig sein. Also wenn man schon von Nationalität spricht, polnische Frauen stehen auch in Solidarität in Frauen in Deutschland, klar. Darüber sollten wir nächstes Jahr sprechen, in den Wahljahr und auch 100 Jahre von Paragraph 218. Das ist Nummer zwei. Vielleicht, jetzt sage ich vielleicht, wäre das nicht schlecht, wenn man das Recht an Abtreibung als Menschenrecht betrachtet und das vielleicht auf eine europäische Ebene aufbringt, keine Ahnung. Wir gucken, wie das ist mit Istanbul-Konvention. Wie gesagt, wir haben das schon gesagt, manche Länder haben das unterschrieben, ratifiziert oder nicht. Wie funktioniert dann Europäische Union, wenn alles nicht klappt? Was ist dann mit Haushaltshilfe, wenn Polen und Ungarn das jetzt im Moment nicht wollen und Veto sagen? Wie soll das Ganze funktionieren? Wozu haben wir denn Europäische Union? Es ist keine Kritik an bestimmte Menschen, aber wir müssen das System verbessern. Und vielleicht ist es auch Zeit für das Wechsel. Und vielleicht die älteren Männer, die da irgendwo hin sitzen, schon seit 2000 Jahren, die sollten ein bisschen mehr Platz machen für jüngere oder auch andere Frauen einfach, weil wir haben eine andere Sicht an Politik, an das Leben, weil wir sind die Hüterin von das Leben. Ich meine nicht die Ungeborene, darum geht es nicht, aber als Familie, als Kinder, als, keine Ahnung, wenn die, ja, und wir denken manchmal auch anders. Wir laufen nicht in kurzer Hose mit Stücke und wir machen keine Kriege, weil wir sind gelangweilt. Wir machen Ordnung danach und wir müssen irgendwie danach die Welt in Ordnung wiederbringen. Deswegen mehr Frauen an die Politik. Punkt. Mehr Frauen an die Politik. Wo sind die Frauen? Hab's keine Angst. Geh einfach in die Politik. Sei nicht schüchtern. Es geht nicht um eigene Ego. Es geht um die Sache, um die Mission und um die Idee. Jemand muss das machen, dieses Wechsel. Ja, jemand muss tatsächlich das machen. Ihr, wir, ja, keine Ahnung. Und das Letzte, bevor ich gehe, letzte Sache, die ich sagen wollte, ist, dass zum Beispiel Deutschland und Polen vor circa 30 Jahren, beide Länder haben einen Vertrag unterschrieben, das heißt Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit. Mein Vorschlag ist, ein neues Vertrag zu unterschreiben. Es muss nicht auf Papier sein, es könnte auch symbolisch sein, aber ein deutsch-polnisches Vertrag über gute Schwesternschaft und feministische Zusammenarbeit. Und da finde ich, sollten wir das machen. Warum denn nicht? Wir sollten die Realität kreieren, nicht nur reagieren, aber etwas machen, eigene Sachen machen als Frauen. Es reicht schon mit das, was wir überall sehen. Wir müssen tun, machen, neue Sachen erstellen. Warum denn nicht? Wir müssen tun. Vielen Dank, Anna Krenz. Heidi Mainzoy, dein Schlusswort? Also kurz mit der Historie angefangen. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man hört, dass die Frauen in den 10er Jahren oder also 1920er Jahren bereits über die Abschaffung des Paragraph 218 diskutiert haben. Aber wir müssen da dabei bleiben. Es ist keine Niederlage, dass wir es bis jetzt nicht geschafft haben, sondern es wäre vielleicht schlimmer geworden, wenn wir da nicht so hartnäckig dabei geblieben wären. Den deutsch-polnischen Schwesternvertrag finde ich super gut. Das Wahljahr nächstes Jahr für den Bundestag spielt eine ganz große Rolle. Und da müssen wir uns wirklich genau anschauen, wer steht auf welchen Listen und wie kann man das unterstützen. Und da ist sicherlich die Linke auch eine wichtige Option in diesem Zusammenhang.
Und wir nächsten 8. März soll der dritte Aktionsplan der NAP für die Umsetzung der 1325 erscheinen, der eigentlich jetzt schon Ende des Jahres erscheinen sollte. Aber irgendwie findet ja alles hinter geschlossenen Türen statt und angeblich soll die Zivilgesellschaft noch ein bisschen den vorher mal kriegen und sich anschauen dürfen. Aber da ist der Schutz ein ganz zentraler Punkt und es ist die Partizipation und es ist die Prävention wichtig. Das hat alles miteinander zu tun und auch mit der Istanbul-Konvention. Und Julia, nochmal gleich, wir machen nächste Woche nochmal wieder ein Webinar mit jungen Frauen und die Frage 1325, wo stehen wir denn eigentlich aus einer kritischen Sicht? Und da spielt also unsere Debatte heute, glaube ich, auch nochmal eine ganz große Rolle. Hat mich gefreut, mit euch zu diskutieren. Ja, mich hat es auch sehr gefreut. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei den drei Referentinnen bedanken. Heidi Meinzold hat schon darauf hingewiesen, am 9.12. beschäftigen wir uns mit der UN-Resolution 1325. Ihr findet alle Informationen auch zu unseren weiteren europapolitischen Veranstaltungen auf unserer Website www.by.rosalux.de. Das nächste Thema des Europapolitischen Forums wird im Januar stattfinden. Da werden wir uns mit der Frage beschäftigen, die Europäische Linke, wie weiter? Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann auch wieder unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sein würden. Und jetzt wünsche ich uns erstmal friedliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schönen Abend noch. Ciao.